Freunde, im heutigen Video mussten wir von Ariana Grandes Konzert entkommen. Und Leute, ich will nicht zu viel verraten, aber das Video ist so lustig geworden. Und vor allem gab es am Ende einen Kampf von Ice Spice und Ariana Grande. Also schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Gebt dem Video einen dicken Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen. Wir sehen hier auf jeden Fall die Ariana Grande Obby. Leute, kennt ihr die Sängerin? Freunde, falls ihr sie nicht kennt, das ist Ariana. Und ja, Leute, was soll ich zu Ariana sagen? Wir drücken einfach mal erstmal auf Spielen und Moment mal, weiter. Okay, okay, okay. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall in der Obby mit der ganzen Lami-Army. Und Moment mal, mir fällt gerade auf, ich habe noch meinen Online-Data-Account. Ey, ich bin gar nicht in meinem Lami-Account drin. Aber Leute, was ich zu Ariana sagen muss, vielleicht wissen das ein paar von euch. Ich hatte damals ein Crush auf Ariana. Ey, was geht ab, Mann? Ja, ich darf jetzt aber nicht zu viel erzählen über Ariana. Sonst, Leute, ihr wisst, kriege ich Ärger von Emily. Nämlich ganz, ganz schnell eifersüchtig. Deswegen, wir gehen jetzt einfach mal weiter und sagen nichts mehr dazu. Okay, ich glaube, das ist so eine ähnliche Obby wie von Ice Spice. Ihr erinnert euch, Freunde, wir haben auch letztes Mal schon die Ice Spice Obby gespielt. Okay, ich weiß nicht, ob das von demselben Ersteller ist, das Spiel hier. Aber es sieht auf jeden Fall so aus. Oh Mann, wie sieht die Obby eigentlich aus, ey? Natürlich, Freunde, müssen wir die Obby am Ende bewerten und naja. Jetzt hier am Anfang sieht die Obby auf jeden Fall noch nicht so krass oder professionell aus. Moment mal, iPhones. Ey, welches iPhone oder welches Handy habt ihr, Freunde? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich glaube, ich habe das iPhone 14 Pro. Ja, das kann sein. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Handy. Aber, Freunde, hä? Achso, ich darf die Lollis nicht berühren. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Okay, wir müssen einmal hier außen rum. So, easy peasy. Aber Leute, im Endeffekt, Handy, ist ganz egal, welches Handy ihr habt. Hauptsache, ihr seid erreichbar für eure Eltern. So, okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Ich muss wirklich sagen, naja, die Obby sieht ein bisschen chaotisch aus, oder, Freunde? Eieiei, wir sind hier auf jeden Fall auf dem Konzert von Ariana. Ist das hier vielleicht der Schminkraum von ihr oder so? Oh, jetzt bin ich tot. Toll. Und ihr könnt ja auch mal direkt nochmal in die Kommentare schreiben, mögt ihr eigentlich Ariana Grande? Also Leute, ich liebe sie einfach nur. Ich liebe ihre Musik. Ich liebe, ja, ihre Persönlichkeit. Alles einfach. Aber Freunde, ich darf auf jeden Fall nicht zu viel sagen, denn ihr wisst ja, Emily hört alles. Moment mal, was sagt der? Finde die 7 Ringe, um aus dem VIP-Raum zu entkommen. Okay, interessant, interessant. Vielleicht wissen ein paar von euch, Ariana hat sogar einen Song, der heißt 7 Ringe. Ey! Und jetzt müssen wir die 7 Ringe finden. Okay, warte. Aha, so sieht ein Ring aus. Komm mal her. Okay, einen Ring haben wir schon mal. Dann hier der zweite Ring. Perfekt. Hier ist der dritte Ring. Okay. Ey, Moment mal. Hallo, ich kann ihn nicht aufheben. Ah, jetzt. Perfekt. Hier oben sehen wir auf jeden Fall noch sehr, sehr schöne Bilder von ihr. Oh, Mann. Leute, ich kenne Ariana schon so lange, weil es gab früher eine Serie mit Ariana. Ich glaube, die hieß Victorious. Kennt die überhaupt jemand von euch? Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall hat Ariana damals die Rolle von Cat gespielt und da hatte sie noch rote Haare. Und Leute, ich zeige euch das einfach mal. So sah sie auf jeden Fall früher aus. Also wie gesagt, rote Haare. Und jetzt, ja, sieht sie auf jeden Fall besser aus, oder? Freunde, was meint ihr? Findet ihr, die sah früher besser aus? Oder findet ihr, die sieht heute besser aus? Schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Aber naja, wie auch immer, wir haben auf jeden Fall alle 7 Ringe gefunden. Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter und... Oha, was geht denn hier ab? Moment mal! Was ist mit der Ariana passiert? Ah, was ist denn mit ihr los, Alter? Okay, Leute, ich nehme alles zurück. Ich habe doch keinen Crush mehr auf Ariana. Wie sieht die denn aus? Oh mein Gott, das ist nicht Ariana. Das ist, keine Ahnung, Ariana aus Ohio? Ach, wie auch immer. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall hier durchgebrochen. So, perfekt. Und ich glaube, Leute, es wird doch jetzt endlich mal Zeit für den Cape Check. Okay, da haben wir schon alle Pupsis in einer Reihe. Dann fangen wir einfach mal an mit I am Lami's Cutie 11. Ich glaube, das ist Gieslinchen. Sie hat natürlich den Merch an und natürlich auch das Cape. Dann der liebe Dani, genau dasselbe. Er hat auch den Lami-Merch an und auch das Cape. Ehrenmann. Und
Baby-Zombie? Moment mal, hä, was hat der denn für ein Bein? Hä? Das ist aber nicht Korblocks, Freunde. Das ist einfach, ein Skelettbein? Naja, wie auch immer, der hat natürlich auch das Cape. Und Moment mal, wo kommt der denn her? Der hat auch das Cape, Ehrenmann. Ich glaube, hä? Haben hier alle das Cape? Ne, ich glaube nicht alle. Kyla hat es auf jeden Fall sehr gut. King Rapka auch wie immer. Und Joyce, Ray-Fan. Moment mal, die hat ja noch einen kleinen Noob-Skin. Oh Mann, ich glaube, wir müssen ihr auf jeden Fall ein paar Bubuks geben. Okay, Moment mal, Ronaldo? Der heißt Ronaldo und... Moment mal, der hat auch so Bacon-Haare. Ey, der sieht aus wie ich. Ey, mein kleiner Bacon-Brudi. Er hat natürlich den Merch und das Cape an. Und Moment mal, Spiesel? Spiesel, wo ist dein Cape, mein Freund? Oh Mann, und Big Smoke 23 hat auch kein Cape. Leute, ich glaube, ich muss hier wieder ein paar Leuten neue Bowbugs geben, oder? Kann das sein? Okay, Kurumi 1 Käse hat natürlich wie immer auch das Cape an. Also, Moment mal, er hat kein Cape. Er hat kein Cape und sie hat kein Cape. Sonst hat es in der Runde, glaube ich, jeder an. Also danke an jeden, der das Cape trägt. Ihr seid wirklich die Besten. Aber Leute, jetzt machen wir mal weiter mit der Obby. Wir dürfen nicht vergessen, am Ende müssen wir das Ganze ja wie immer bewerten. So, aber ich muss wirklich sagen, ja, das ist jetzt nicht so krass professionell gemacht. Ich fand auch die Ice Spice Obby, die war cool, aber auch nicht so professionell gemacht. Aber trotzdem, Leute, hä? Ist er gerade hier verschwunden? Hä? Habt ihr das nicht gesehen? Hä? Leute, guckt euch das an. Der geht da irgendwie rein oder so. Oh mein Gott. Hä? Hackt er oder was? Leute, haben wir einen kleinen Hacker in der Lamy Army. Eieiei, damit habe ich nichts zu tun, ja? Roblox, bitte bannt mich nicht. Ich hacke nicht. Also heute nicht. Machen wir einfach mal weiter, Freunde. So, und wir drücken hier den Knopf. Okay, was öffnet sich? Ah, jetzt ergibt das alles Sinn. Okay, Leute, er ist doch kein Hacker. Er hat einfach nur den Knopf gedrückt. Oh Mann, ich bin so... Naja, Leute, wir vergessen das Ganze. So, gehen wir auch mal hier durch. Oha, okay, Leute. Was hat das eigentlich hier mit Ariana Grande zu tun, das Ganze? Okay, hier ist noch ein Bild von ihr. Perfekt, da ist auch noch ein altes Bild von ihr. Und Moment mal, wer ist denn das? Hä? Taylor Swift? Was hat jetzt Taylor Swift damit zu tun? Naja, Leute, wen findet ihr besser? Taylor Swift oder Ariana Grande? Falls ihr Taylor Swift nicht kennt, Freunde, das ist ihre Musik. Ja, Leute, ganz genau, das hier ist Taylor Swifts Musik. Die kennt ihr bestimmt auch. Shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Ja, Leute, welche Musik findet ihr besser? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall Ariana Grande, oder? Naja, das ist ja Geschmackssache, Freunde. So, wir gehen jetzt einfach mal weiter hier, denn ich glaube, wir sollten jetzt bei der Hälfte von der ganzen Obby sein. Wie wir hier oben sehen, da ist so eine Leiste. Hä? Aber wo muss ich hin? Ach so, oh mein Gott, ich laufe wieder zurück, ich Noob. Okay, Leute, ja, ich bin wirklich ein Noob geworden. So, dann gehen wir mal hier durch. Hä? Ey, Dani, nicht ins Gefängnis reingehen. Ey, der geht einfach rein. Moment mal. Hä? Ey, Taylor Swift, was geht ab? Ich bin doch ein Fan von dir. Aha, aha, ja, ja, ja. Sehr, sehr coole Lieder. Moment mal. Lass mich mal gucken. Ey, lass mich mal hier gucken hier. Welches Lied ist cool von Taylor Swift? Moment mal, was? Ich kann hier nichts lesen. Ey, Leute, ihr lasst mich einfach nicht lesen, ihr kleinen Frechdachse. Okay, Leute, dann gucke ich mir doch nicht das Album hier von Taylor Swift an. Wir gehen jetzt einfach mal weiter, Mann. Wir vertrödeln hier wirklich viel zu viel Zeit. So, einmal hier durch. Und Moment mal, Leute, wollen wir nicht noch den Shop abchecken? Aber ich glaube, Leute, das machen wir gleich. Moment mal, erstmal meistern wir hier diese Stage, Freunde. So, und okay, wir sind drüben. Wir drücken mal ganz schnell den Knopf hier. Zack. Und okay, irgendwas öffnet sich. Aha, okay, verstehe, verstehe. So, dann gehen wir mal ganz schnell hier rüber, ohne zu sterben. Oh, perfekt, jetzt checken wir mal den Shop ab. Moment mal, das war's? Hä? Nur die paar Poop-Sachen? Doppelsprung, das will keiner Greifhaken, okay? Hä, Leute, das sind voll die langweiligen Sachen, oh Mann, ey. Egal, Leute, ich muss mir was kaufen. Ich kaufe mir einfach mal hier den Greifhaken. So, für 150 Bubuks. Dafür könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. So, zum Glück habe ich noch ein paar Bowbugs auf meinem Online-Data-Account. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Und wir sind schon fast am Ende, oder? Oha, was ist das hier? Wir müssen 5 Drumsticks finden, um auf das Dach zu kommen. Okay, warte, Drumsticks, ist das nicht vom Schlagzeug oder so, diese Stöcke? Oder, keine Ahnung, wie man das nennt. Aha, hier haben wir auf jeden Fall ein Drumsticks. Hier das zweite. Okay, sehr gut. Wo sind denn noch die anderen? Aha, hier. Hier, okay, sehr gut. Moment mal.
Hey, hier ist die Bühne. Leute, soll ich singen für euch? Okay, lieber doch nicht, Freunde. So, hier haben wir das vierte und das letzte befindet sich ganz genau hier vorne. So, okay, die Tür hat sich geöffnet. Sehr gut, dann gehen wir auch mal da durch. So, folgt mir, Lobby Army. Let's go. Oha, okay, Leute, ich glaube, jetzt geht's aufs Dach, oder? Hallo, ist hier das Dach? Ist hier das Konzert von Ariana? Oh, oh, was passiert denn jetzt? Oh, wir müssen aufpassen auf die Pfützen von Gu und falle nicht. Hä, wer ist jetzt Gu? Oh mein Gott, Leute, ich werde hier so verwirrt in dieser Obby. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier drauf. Warte mal, müssen wir da lang? Ja, okay, wir müssen da lang zum Pfeil. So, der Checkpoint ist hier. Zack, perfekt. Und dann über diese Mikrofone auf diese Gitarre hier. Dann auf die Lautsprecherbox und der Floor. Moment mal, der Floor ist Lava, der Boden ist Lava, wie der Boden ist Lava. Oh mein Gott, Leute, der Boden ist wirklich Lava. Okay, Leute, wir müssen ganz schnell hier raus. Ganz schnell hier raus. Oh mein Gott. Hä, die Lava steigt ja wirklich. Okay, aber wir sind oben angekommen. Toll. Wisst ihr was? Moment mal. Wir müssen jetzt hier rechts erstmal was Neues abchecken. Schwerkraft. Eisgewürz. Moment mal. Eisgewürz? Die meinen damit einfach Eisbeiß. Oh Mann, ey. Okay, Leute, wir kaufen das einfach mal für 200 Bubux. Was passiert jetzt? Hey, Leute, ich bin Ice-Spice, Boy the Liar. Na, Leute, wie bewertet ihr meinen Skin von 1 bis 10? Ziemlich fresh, oder? Oh Mann, ey, guckt euch mal diese Beine und diese Hose an. Ich sehe aus, als wäre ich, keine Ahnung, so eine alte Omi oder so. Ach, was weiß ich. Okay, Leute, wir gehen jetzt einfach mal hier weiter als Ice-Spice oder auch als, wie nennen die das? Gewürz? Ah, keine Ahnung, Freunde. So, okay, ich sehe auch hier rechts. Wir können auch zu Ariana werden. Moment mal, warum sterbe ich hier die ganze Zeit? Oh mein Gott, ey, bin ich wirklich so ein Noob geworden? Ich krieg das einfach nicht hin. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir benutzen den Greifhaken. So, toll. Glaube, Freunde, diese Obby mag mich nicht. So, noch einmal, wir probieren es. Und ja, let's go. Wir haben es easy peasy geschafft. Ohne Cheats, Freunde, hat keiner gesehen. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell hier rüber. Und perfekt. Ey, nee, müssen wir jetzt ganz nach oben? Wir müssen die Wand öffnen und vermeide Hindernisse, um die Stadt zu erreichen. Okay, Leute, wo müssen wir hin? Aha, da oben also. Okay, Leute, wir machen die Obby mal ganz fair hier. So, perfekt, Leute, ich bin Spider-Man, wisst ihr das nicht? So, jetzt haben wir die Wand geöffnet. Alter, was geht denn jetzt ab? Okay, Leute, da müssen wir einmal hier durchgehen. Aber wisst ihr was? Ich möchte jetzt Ariana werden. Hä? Nee, nicht Eisgewürz. Ich möchte Ariana werden. Hä, warum kann ich jetzt nicht mehr Ariana werden? Mann, ey! Naja, Leute, hä? Moment mal, da oben steht, dass in 25 Sekunden irgendetwas gratis ist? Hä, was denn? Okay, Leute, ich glaube, in 20 Sekunden passiert irgendwas Cooles, oder? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und warum sind die schneller als ich? Ey, warum seid ihr schneller als ich? Das ist unfair! Ach, wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt einfach Trick 17. So, oh, oh. Und Moment mal, ich schieße einfach nach da oben. Und Spider-Man, let's go! Oh mein Gott, nicht im Ernst, oder? Okay, warte mal. Null? Es passiert jetzt irgendwas. Hä? Was passiert denn jetzt? Nichts? Warte mal, was? Man kann einfach den Greifhaken bekommen, kostenlos. Und ich habe den jetzt gekauft. Ey, nicht im Ernst. Hä? Was passiert jetzt? Oha, ich bin einfach richtig schnell. Okay, Leute, ich musste also über diese grüne Linie laufen. Und ich bin... da, let's go. Oha, wie schnell bin ich jetzt bitte? Und Zoe, perfekt. Wir sind oben angekommen und... Moment mal. Leute, wir sind hier einfach bei einer Wasserrutsche. Hä? Okay, Leute, keine Ahnung, was das mit Ariana zu tun hat. Aber wir rutschen jetzt einfach mal... Hallo? Hallo? Oh mein Gott, ich rutsche einfach rückwärts. Was ist los mit mir? Ey, Eisgewürz. Na los jetzt. Ey, Leute, was passiert hier? Ich rutsche einfach die Rutsche wieder hoch. Irgendwas ist falsch hier mit meinem Skin. Komm schon. Ja, ja, ja. Nach unten, nicht nach oben. Ja, Leute, ich glaube, es funktioniert. Es funktioniert. Let's go. Komm schon. Und, oh ja, wir sind angekommen. Oha, wurde ich gerade überfahren? Ich wurde gerade einfach überfahren. Was sollte das denn jetzt? Oha, okay, Leute, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Ich glaube, da hinten ist das Ende, oder? Moment mal, das heißt ja, die Leiste da oben bestimmt gar nicht, wo wir sind, also ob am Anfang oder am Ende, sondern das sollte ja nur für das Gratis-Item sein. Toll, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir sind. Sind wir hier am Ende oder... Oh, oh, Leute, wir sind hier bei Ariana, beim Zombie-Ariana. Nein! Okay, Leute, Trick 17, ich
Fliehe! Auf den Baum! Komm schon! Oh, ja! Tja, Ariana, jetzt bekommst du mich nicht, oder? Oder? Oh mein Gott! Ah! Okay, Leute, wo ist sie? Hä? Ist sie im Baum? Okay, Leute, ich glaube, die ist im Baum. Toll. Leute, wir müssen uns beeilen. Die ist ja mal richtig schnell, ey. Warum sieht das eigentlich so komisch aus, wenn ich als Eisweiß hier rumlaufe? Die bewegt ihre Beine gar nicht. Okay, Leute, Ariana ist auf jeden Fall dicht hinter mir. Eieiei, die kann einfach durch die Steine gehen und ich nicht, oder was? Wie unfair ist das denn? So, da vorne sollte aber das Ende sein. Und wir haben es geschafft. Okay, Moment mal. Schieße Runner, schieße Trackstar. Gut gemacht. Jetzt geht durch den Tunnel, um anzukommen. Okay, Leute, dann gehen wir mal hier durch den Tunnel und... Oha! Oha! Ich bin wieder Sonic! Let's go, Leute! Wir laufen jetzt hier zum Ende. Moment mal, was liegt hier auf dem Boden alles? So, einmal hier rüber. Zack. Okay, Leute, ich muss wirklich sagen, das ist echt cool gemacht, Freunde. Also, ich liebe so Stages, wo man so schneller laufen muss. Eieiei. Und dann noch durch die ganzen Hindernisse... Leute, wir schaffen das aber easy peasy. Und, Leute, das ist noch lange nicht das Ende. Hä, wo müssen wir durchlaufen? Guckt euch das mal an, Freunde. Hä, wo ist denn hier das Ende, bitte? Oh mein Gott, es geht weiter und weiter und weiter. Moment mal, ist das das Ende? Nee, oder? Nee, Leute, wir müssen immer noch weiterlaufen. Oha, wie lange geht das bitte? Okay. Easy, easy, easy. Ich schaff das. Komm schon. Und ich glaube, wir sollten jetzt am Ende sein, oder? Oh, okay. Wir sind auf einer Brücke und Moment mal. Yeah, sie ist das erste Mädchen, das hier mit mir ist. Okay, Leute, dann gehen wir einfach mal hier rüber. Wie sass sieht das bitte aus? Das sieht so komisch aus. Naja, wir gehen mal hier durch. Und? Haben wir es geschafft? Haben wir Obi durchgespielt? Hä? Es sieht so aus, als ob jemand auf dich wartet. Klicke auf die Bazooka. Was? Um zu kämpfen? Okay, Leute, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir haben hier noch einen Endkampf mit, oh mein Gott, Ariana, dem Roboter. Oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Ariana hat sich einfach in einen Roboter verwandelt und jetzt müssen wir kämpfen. Okay, Leute, wer wird gewinnen? Oha, die kann einfach Raketen schießen. Wie OP ist das denn? Ice Spice gegen Ariana Grande, Leute, der finale Kampf. Komm schon, wir müssen gewinnen! Eieiei, das kann ja mal was werden, Freunde. Die hat auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viel Leben. Und die kann auf jeden Fall noch Raketen abschießen, wie wir sehen. Komm schon, oh, die hat gerade den Felsen einfach kaputt gemacht. Oha, wie OP ist sie? Oh, Alter, was macht die da? Die hat einfach richtig krasse OP-Attacken drauf. Okay, Leute, wir dürfen die nicht unterschätzen. Komm schon, wir haben gleich die Hälfte. Oh, was passiert mit ihr? Die ruft wieder ihre Raketen. Eieiei. Okay, wir haben mehr als die Hälfte. Nur noch ein bisschen. Oha, was passiert mit ihr? Die macht irgendwelche komischen Moves. Und, ja, sie hat keine Arme mehr und keine Haare. Und wir haben sie. Zoe. Oha, Glückwunsch zum Ausbruch von Ariana Grandes Konzert. Jetzt können wir uns entspannen. Ja! Oha, Moment mal, Lucky Block. Leute, den nehme ich einfach mal. Oh, ich habe eine Bombe bekommen. Ey, wollt ihr meine Bombe? Hier, schenke ich dir. Oh, nein, komm schon, explodier. Ja, es hat ihn getroffen. Let's go. Hier, bitteschön, noch eine. Moment mal, komm schon, wir machen eine Party in der Bombe. Und, oh, ja, let's go. Okay, Freunde, kommen wir einfach mal zur Bewertung vom Spiel. Also Leute, ich muss wirklich sagen, die Obby hat echt viel Spaß gemacht. Ja, vor allem hier als Ice Spice, das war schon sehr cool. Ich muss aber auch sagen, ein paar Stages waren wirklich zu einfach. Also die Obby hätte ruhig ein bisschen schwerer sein können. Oder vielleicht auch ein bisschen schöner, ich weiß nicht. Irgendwie sah die Obby ein bisschen komisch aus, oder? Also es hatte nicht so viel was mit Ariana zu tun, finde ich. Aber trotzdem hat das Ganze echt viel Spaß gemacht. Vor allem der Kampf am Ende. Also von mir kriegt die Obby auf jeden Fall eine... sagen wir 9 von 10. Schreibt jetzt in die Kommentare, wie ihr diese Obby bewerten würdet. Und falls ihr beim nächsten Mal sogar dabei sein wollt, dann kommt auf jeden Fall auf meinen Discord-Server und dann seid ihr vielleicht auch im nächsten Lamy-Gaming-Video. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen dicken Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nie wieder verpasst. Und Leute, jetzt könnt ihr links auf der Seite das letzte Video abchecken und rechts könnt ihr den Kanal
Kanal abonnieren. Also falls ihr es noch nicht getan habt, müsst ihr es auf jeden Fall nachholen. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao!